Heyo. Ich bin erst vor ein paar Minuten von der Arbeit heimgekommen. Jetzt haben wir es auch gleich wieder 5. Das Eck da vorne, wo ich gestern gesagt habe, nein, wurde mir nicht geholfen. Werde ich jetzt eventuell gucken, dass ich nachher noch schnell mache. Und danach werde ich neues Spielzeug austesten, ausprobieren. Nämlich mit der Wand. Ich habe mir geleistet ein Druckluftmeißelhammer-Set vom Güde. Naja, das Zeug kostet bloß 25 Euro. Dazu noch ein Luftschlauch, dass man auch die Luftleitung reicht. Und das werde ich dann später, das werde ich dann später eben an der Wand mal ausprobieren. Hat mir Arbeitskollege den Tipp gegeben, warum nehme ich nicht so einen Druckluftmeißel? Ja, mal ausprobieren, sehen wir schon, ob es funktioniert. Dann hat mich heute noch ein Brief erwartet. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich ahne es und ich freue mich auch schon. Viel Spaß damit, Heinrich. Mein Gott, eingepackt, Lisa. Für ewige Zeiten, hey. Bist du gespannt, was da rauskommt? Mhm. Pass auf, dass dich nicht piekst. Was kann man da machen? Aus Edelstahl eine Fleischnadel gefertigt. Schön mit einer Öse hinten drin, dass man da auch so eine Dingschnur, wie heißt es? Nicht Paketschnur. Metzgergarn durchbringt. Also damit kann ich zum Beispiel die nächste Pute, wenn ich eine mache oder so, richtig geil zunähen. Größenvergleich mit der Hand, also ja, also ich glaube, mit dem Ding kann man arbeiten. Heinrich, vielen, vielen, vielen Dank. Ich schicke dir eine Tasse zu. Tja Leute, kaum richtig angefangen mit Schatzi zusammen. Da die Ecke noch und ja, schon fängt es wieder zum Regnen an. Naja, gut, dann werde ich halt dabei hintergehen und den Druckluftmeißel kampfbereit machen. Was habe ich nur verbrochen? Kann es nicht während der Arbeitszeit so runterpissen und dann am Abend schön sein? Hier drin zu stehen habe ich eigentlich auch keinen Bock, aber ich musste hier den Druckluftanschluss hinmachen mit Teflonband, weil warum habe ich hier keine Lust darin zu stehen? Tja, da werde ich gleich noch viel frustrierter. Gucken wir mal hinaus, ob es immer noch so regnet. Ja, es wird schon wieder heller. Ja. Oh, hoffentlich hört das gleich wieder komplett auf. Ich will einfach heraus weitermachen. Der Kübel da drin juckt mich jetzt den Monat einmal gar nicht. Also ich komme irgendwie einmal dazu noch nebenbei. Tja, da liegen tut alles, dass ich sobald es zum Regnen aufhört, losspringen kann. Juhu, Regenpause nutzen. Schauen wir mal. Ja, Philipp. Ich glaube, ich kann deinen Wunsch entsprechen, dass die Wand sauber ist, dass du es schön verputzen kannst. Und wehe, du kommst mir jetzt morgen mit der Nachricht, dass du wirklich auf diesen Lehrgang musst. Ja, ganz genau, dann bist du fällig.
Weil, Leute, dann kommt er erst Mitte September. Das wäre mal richtig scheiße, aber naja. Gut. Ich kann Mais holen. Geht gut weg. Wunderbar. Wunderbar. So. Naja, eine scheiß Arbeit ist es trotzdem allemal. Aber hilft nichts, da müssen wir durch. Aber es geht auf alle Fälle leichter als mit allen anderen, weil auch mit der elektrischen Bohrhammer, das Ding war mir viel zu schwer. Das hat jetzt rund knapp ein Kilo. Also man kann es gut halten und handhaben. Naja gut, den Meißel werde ich mal jetzt noch drehen und dann vorne habe ich soweit fertig. Die Steine sind weg. Ja, Wand abmeißeln. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, meißel ich weiter. Ah, also Leute, es funktioniert ja soweit hervorragend. Der einzige Manko halt ist der ganze Dreck im Gesicht. Aber bis auf Gesichtshöhe habe ich mich jetzt schon runtergearbeitet und das zeige ich euch jetzt noch schnell. Oh. So, also Gesichtshöhe habe ich jetzt schon mal alles soweit runtergemeißelt. Sprich, hier bis hierher. Ja, das bisschen Rest ist, darf ruhig drauf bleiben, das stört mich jetzt nimmer. Und hier nach unten und das da drüben mache ich nach der Regenpause weiter. Es geht schon wieder los. Oh Mann, hey, es ist echt frustrierend. Oh, Scheißwetter. So Leute, wir haben es jetzt wieder 7:05. Ich räume hier jetzt zusammen, mir reicht's für heute. Was habe ich fertig gebracht? Drüben noch die Rand weg, die Steine weg. Liegen jetzt komplett alle da hinten. Katze von der Nachbarin. Und ja, hier die Wand. Doch recht gut abgeklopft. Gefällt mir doch schon mal viel besser. Also diese Seite hier können wir jetzt lassen. Und ja gut, hier habe ich jetzt auch schon angefangen und das Stück muss ich halt noch machen. Aber ich denke, das wird morgen ruckzuck abgeklopft sein. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was es noch heute zum Essen gibt. Ich glaube Kässpatzen und dann würde ich mal sagen, Leute, bis morgen, da geht's weiter. Ja.